Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Ich bin Marco Heckel. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Heute so ein Thema, wo wir mal eine negative Entwicklung feststellen können in Sachen Begrünung der Erde. Sonst haben wir ja auch sehr viele positive Nachrichten. Insektensterben. Vielleicht noch vorweg ein paar Sachen. Ich bin ja bald in Brasilien. Wer den Triaterra-Blog regelmäßig sieht, weiß das. Und bin ich immer November, Dezember, Januar, Februar mit meiner Frau und Kindern in Brasilien. Meine Frau ist Brasilianerin. Und deswegen wird eventuell die Videoversorgung nicht ganz so lückenlos eins pro Woche funktionieren. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Videos, ich habe noch einen anderen Videokanal, da werde ich ein paar Videos rüberstellen dann rechtzeitig, die noch alte Videos, die ich dann hier ab und zu mal reinbringe. Vielleicht einfach mal ganz kurze Videos zur Produktvorstellung oder ganz kurze Sachen, weil dort haben wir Satelliteninternet, wo wir sind, in der Nähe von Sao Paulo in den Bergen. Und da haben wir eine noch geringere Upload-Geschwindigkeit, als wir das hier auf dem Dorf in Großpankow haben, wo wir 16 Stunden brauchen, um so ein Video hochzuladen. Dort bräuchte ich wahrscheinlich 2-3 Tage und die Satellitenverbindung ist nicht so stabil. Mal gucken, ob wir da was hinkriegen. Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Auf jeden Fall, wenn ich zurückkomme, werde ich einiges an Material mitbringen und auch einige Bilder von Brasilien. Spätestens dann werden sie was zu Eukalyptus, zu Regenwald und dergleichen da erfahren. So, heute aber soll es um das Thema Insektensterben gehen. Insektensterben in Deutschland. Und ich hatte in meinem letzten E-Mail-Newsletter, da schicke ich auch immer mal ein paar Anregungen mit, so einige Videos, den man dann vielleicht mal abends statt Fernsehen gucken kann. Und Video, das ich da empfohlen habe, einen Vortrag bzw. kurze Statements von Professor Reichholf hatte ich da auch verlinkt, wo er sich zu verschiedensten Themen geäußert haben, Wildtier, Klimawandel und so weiter. Ganz, ganz spannender Biologieprofessor, der auch einige interessante Ansichten hat. Ich stimme nicht mit allem überein, aber auf jeden Fall fällt er nicht in dieses moderne ideologische Denken, dass alles immer nur der Klimawandel ist an allem schuld, wenn irgendwo was nicht funktioniert, sondern ist noch zu differenziert im Denken und Sprechen in der Lage und kann zum Beispiel eben sagen, dass die Arten sich eigentlich relativ wenig um den Klimawandel kümmern. Da ist es viel entscheidender, wie die Jahreshöchst- und Tiefstemperaturen sind, die prinzipielle Schwankungsbreite, die Temperaturen in bestimmten Höhen und so weiter. Also der Professor Reichholf ist auf jeden Fall ein ganz spannender Typ und der hat einen Videovortrag, auch gerade ganz kurz nachdem ich das verlinkt hatte, hat er einen Videovortrag drin über Faltersterben, Schmetterlingssterben oder beziehungsweise die Entwicklung der Schmetterlingspopulation in Deutschland, wo er selber Untersuchungen gemacht hat. Dazu hat er noch ein paar Sachen zitiert zum Insektensterben und hat das mal analysiert. Das Video verlinke ich, gucken Sie sich das auch mal an. Prinzipiell Insektensterben ist verdammt schwer zu untersuchen. Ne? Der Udo Pollmer hat sich auch wieder dazu geäußert, bevor vielleicht die ganzen Untersuchungen drauf waren und meinte, alles nur Schall und Rauch, stimmt alles nicht. Ja, leider wird der Udo immer, der Herr Pollmer immer, wie soll man sagen, immer kurzatmiger in seinen, Beiträgen da beim NDR-Mahlzeit und wartet nicht mehr da ab, dass er da Sachen mal durchdenkt und auf die richtigen Fakten wartet, sondern es stellt sich zu schnell auf irgendeine Seite und basht die andere. Also in dem Fall Insektensterben. Und da gibt es eine ganze Reihe von Studien, die jetzt rausgekommen sind und diese Studie von Professor Reichholf, die ja in 1969 angefangen hat. Andere Studien, die 27 Jahre zurückgehen und auch weitere. Und so allgemein das Gefühl in der Bevölkerung, Mensch, früher musste ich doch mein Auto nach einer Autobahnfahrt, ne, vor 20 Jahren oder 30 Jahren, musste ich da zentimeterweise die Insekten abschaben. Heute ist das Auto mehr oder weniger sauber. Ich kann es zumindest von meinen Autobahnfahrten bestätigen. Landstraßen und Autobahnfahrten. Ich vergesse oft genug Scheibenwischwasser einzufüllen, fahre dann mal ein Vierteljahr ohne Scheibenwischwasser und
Ich glaube, früher wäre das nicht gegangen. Die Fenster, die Autoscheibe wäre ganz schnell dicht gewesen von Insekten, die darauf geknallt sind. Das ist heute scheinbar nicht mehr so. Also das ist schon mal ein Aspekt, wo jeder selber vielleicht noch zurückdenken kann und merkt, ja, doch, das war früher mal anders. Und dann ist die Frage, ja, also der Herr Professor Reichholf, was ist denn denn nun tatsächlich die Daten? Und der Professor Reichholf hat das eben bei Schmetterlingen untersucht. Es ist eben verdammt schwer, das zu untersuchen. Denn diese Insekten sind so mobil, die fliegen rum. Es sind lauter verschiedene Arten. Also wenn man es, also in der Perfektion kann man es sowieso nicht machen. Man kann vielleicht so ungefähr einfach, da gibt es eben diese Tests, einfach so eine Insektenfalle aufhängen in bestimmten Standorten, in einem Naturschutzgebiet, also irgendwo, ne, wo man dann über Jahrzehnte regelmäßig Insektenfallen aufstellt, die immer gleich sind und dann auch gleich beprobt werden und dann wiegt man die Insekten, die da drin sind und dann sagt man, okay, das sind so und so viel. Das wäre so eine relativ einfache Variante. Das war eine Untersuchung, die die letzten 27 Jahre umfasst haben, wo man das eben in Landschaftsschutz- bzw. Naturschutzgebiete so eine Insektenfallen aufgestellt hat und da selbst dort festgestellt hat, 75% Rückgang der Insekten, einfach der Masse der Insekten. Ein anderer Ansatz ist natürlich Art für Art zu gucken. Und das ist das, was der Professor Reichholf gemacht hat, als Hobby Schmetterlingsforscher, nicht Hobby, nein, also er hat schon als Kind angefangen, ne, hat dann schnell sowohl in die entsprechenden Vereinigungen eingetreten, als auch sein Studium und Doktorarbeit zum Thema Schmetterlinge gemacht und hat Daten, die er da selber erhoben hat, seit 1969. Und das ist relativ platt, wie viel Schmetterlinge pro Fangnacht. Offensichtlich hat er sich dann ein Protokoll zurechtgelegt, schon in den 70er Jahren, 60er Jahren, dass er so und so lange am Dorfrand seines Heimatdorfes Insekten fängt und dann entsprechend katalogisiert und die Menge. Und da hat er eben in den Nächten bis 1969 bis 1983 hat er ungefähr 250 Schmetterlinge pro Nacht gefangen. Nacht deswegen, weil die meisten, 90% der Schmetterlinge in Deutschland sind nachtaktiv. Sind ein Großteil der Schmetterlinge wird man tagsüber gar nicht zu Gesicht bekommen, beziehungsweise es sind ein paar andere Arten, die am Tag unterwegs sind, aber der große Anteil der Schmetterlinge fliegt nachts, deswegen also Nacht gefangen. Dann haben wir eine Entwicklung 1969 bis 1983, relativ stabil, 250 Schmetterlinge pro Nacht. Und dann von 1983 bis 1995 kontinuierlicher Rückgang, und zwar massiver Rückgang. Noch in den 80er Jahren der Rückgang, ne, also auch schon 30 Jahre her. 10, 20, 30, über 30 Jahre her. Von 1983 bis 1995 ist dieser Wert auf 50 gefallen. Er hat nur noch in jeder Fangnacht ungefähr 50 fangen können. Ist er älter geworden? Ist er nicht mehr so agil? Hat er es nicht mehr geschafft, so lange draußen zu bleiben? Man weiß es nicht, aber die Vermutung ist tatsächlich, da ist in dieser Zeit ein massiver Rückgang der Schmetterlinge erfolgt. Wie gesagt, das ist immer sehr, sehr schwierig, das zu quantifizieren und statistisch irgendwie abzusichern oder sonst was. Und bis heute, 2016, von 1995 bis 2016, ist dieser Zahl an Schmetterlingen relativ stabil geblieben. Obwohl gerade 2015, 2016 ein sehr warmes Jahr war und warme Jahre eigentlich sehr gut sind für Insekten. Das kickt auch gleich eine denkbare Begründung für das Insektensterben aus dem Fenster, nämlich Klimawandel, Klimaerwärmung in Deutschland ist ja praktisch nicht nachweisbar. Wir reden hier über Zehntel Grade. Da kann man noch da diskutiert man tatsächlich noch, ist es wirklich nur ein missverstandener Städteinsel, also dieser Heat-Island-Effekt, dieser Städteeffekt, weil Städte einfach wärmer sind durch das viele Beton. Dass das alleine schon die Daten so verfälscht hat und die meisten Wetterstationen sind in Städten und die Städte sind gewachsen und die Betonflächen sind gewachsen, dass das allein schon die Erwärmung, die in Deutschland gemessen wird auf dem Boden, zeigt. Also auf jeden Fall ist die Erwärmung in Deutschland so oder so minimal, noch im Messfehlerbereich und
Wenn es sich erwärmen würde, dann würden die Insekten zunehmen und nicht abnehmen. Weil jeder Fahrt in den Süden oder ein warmer Sommer mal zeigt, dort nehmen die Insektenzahlen typischerweise zu. Okay, also die Klimawandel, die Klimaerwärmung ist definitiv nicht schuld an dem Insektensterben in Deutschland. Vielleicht noch ein paar Daten dazu. Auch die Singvögel, Vögel allgemein, Amsel, Sperling, haben sich enorm reduziert auf dem Land, vor allen Dingen, inzwischen auch auf den Städten, aber in den Städten, aber vor allen Dingen auf dem Land haben die Vögel sich reduziert, und zwar um den um drei Viertel. Hälfte bis drei Viertel, speziell auf dem Land, sind die Populationen der Vögel zurückgegangen. Also das ist schon ein Hammer, und zwar seit den 70er, 80er Jahren. Also ich glaube, das Diagramm, das der Herr Professor Reichhold zeigt, das war sogar von 2000 bis 2017, also in den letzten 15 Jahren letztendlich, ein Rückgang der Singvögel um Hälfte bis drei Viertel. Das ist schon extrem. Nicht nur die Insekten, ja, die sind ein bisschen schwieriger zu messen, aber die Vogelpopulation, die misst man eigentlich ganz gut. Auch die sind gesunken. Sehr wahrscheinlich im direkten Nachgang der Insekten. Wenn die Insekten runtergehen, die Nahrung für die meisten Vögel, dann gehen auch die Vögel zurück. Also das ist natürlich spannend. Nicht nur die Insekten gehen zurück, auch die von den Insekten abhängigen Arten gehen zurück. Was betrifft das eigentlich mit den Pflanzenarten, wenn die dann nicht mehr bestäubt werden können oder so? Da verändert sich die Zusammensetzung auch. Interessanterweise ist in Städten und Parks und Gärten die Insektenanzahl, da gibt es kaum Daten, aber die Diversität und die Schmetterlinge, ne, weil die Schmetterlinge ist gut untersucht, ist konstant, ist nicht zurückgegangen, ist stabil, nicht auf hohem Niveau, aber früher war eben das Land mehrfach dichter, diverser besiedelt mit Schmetterlingen und Insekten als die Stadt. Das ist nicht mehr so. Städte und Parks und Gärten sind oftmals sogar Rückzugsgebiete für bedrohte Arten geworden. So, also, der Klimawandel war es nicht. Die Düngung ist auch relativ konstant geblieben seit den 80er, 70er Jahren, 80er Jahren. Hat sich die Düngemenge nicht erhöht. Auch der Einsatz von Insektiziden, da wird ja um die Neonicotinoide gerungen, diskutiert, ob die Neonicotinoide unseren Bienen schaden, ob sie allgemein insektenschädlich sind. Ist ein anderes Thema, ist ein schwieriges Thema. Das Schöne an den Neonicotinoiden ist, dass sie tatsächlich sehr spezifisch eingesetzt werden, eben nur an den Samen der Pflanzen, die wir aussehen. Und dass sich dann, wenn die Pflanze aufwächst, in kleine Mengen dieser Neonicotinoide in die Pflanze aufgenommen werden und dadurch die Pflanze für Insekten nicht mehr attraktiv ist, beziehungsweise die da öfter dran knabbern, kriegen Probleme, Bienen zum Beispiel dann eben Orientierungsprobleme, finden nicht zum Stock zurück und so weiter. Aber also im Grunde ideal in dem Sinne, dass wir eine sehr, sehr präzise Anwendung haben. Wir sprühen es nicht einfach und machen alles platt, sondern wir machen es wirklich nur in der einzelnen Pflanze, machen wir so unattraktiv, dass die Insekten da über kurz oder lang nicht mehr rangehen. Aber der Punkt ist, was immer die Neonicotinoide gemacht haben, der große Rückgang der Insekten fand vorher statt. Nämlich schon in den 80er Jahren. Und die Neonicotinoide sind eigentlich erst Mitte, Ende der 90er Jahre überhaupt in Gang gekommen. Seitdem gibt es sie überhaupt erst. Also die Neonicotinoide sind nicht für den massiven Rückgang der Insekten und der Schmetterlinge verantwortlich. Und da gibt es, ja, da gibt es noch mehr zu sagen. Das ist ein spezifisches Thema. Okay, die Insektizide sind es nicht. Die Düngemittel sind es nicht. Der Klimawandel ist es nicht. Stickoxide ist noch so ein Thema. Stickoxidemissionen aus Industrie und Verkehr. Trotz Dieselskandal ist es übrigens so, dass Stickoxide in der Industrie sich in den letzten Jahrzehnten halbiert hat, in den letzten 10, 20 Jahren. Und von dem Verkehr auf ein Drittel zurückgegangen ist. Also die Stickoxidemissionen, um die jetzt gerungen wird beim Dieselskandal, die sind in der Tendenz rückläufig, und zwar deutlich rückläufig und stärker rückläufig beim Verkehr. Das Problem ist, man hat die Grenzwerte
noch schneller gesenkt als die technische Entwicklung dieses Rückläufigkeit der Stickoxidemissionen möglich gemacht hat. Und dadurch hat man die Autohersteller in die Illegalität getrieben, beziehungsweise die Autohersteller haben das selber zugelassen, dass sie sich da nicht gegen den Gesetzgeber, also dem bisschen Realitätsnähe beigebracht haben, sondern dass sie gesagt haben, na gut, dann schummeln wir eben. Okay, also der Verkehr und die Industrie ist es auch nicht. Was ist es dann? Was Einzige, was übrig bleibt? Landwirtschaft. Landwirtschaft und Intensivierung der Pflege. Aber ganz wesentlich hat sich eben seit den 80er Jahren die Landwirtschaft deutlich intensiviert. Sie ist deutlich präziser geworden. Die Felder sind deutlich sauberer geworden. Und während früher einfach Brache noch ein übliches Mittel war, einfach mal auch im Winter noch, wenn die Flächen brach lagen, die Äcker brach lagen, die grün waren, sich selbst begrünt haben. So stehen wir heute bei den Äckern. Ich kann das rund um mein Dorf sehr schön heutzutage beobachten. Da ist es tatsächlich so, wir haben da Flächen, da ist von August bis in den nächsten Frühjahr, im Mai, steht da nichts. Null, niente, nada, nichts, keine einzige Pflanze, weder grün noch blühend noch irgendwas. Eine Wüste für mehr als 6 Monate. Im Schnitt aber definitiv über den Winter sehr oft durch den gestiegenen Maisanbau haben wir ganz viel Flächen. Mais wächst ja nur von Mai bis September, Oktober. Und dann haben wir die Zeit von Oktober bis Mai, die so ein Feld oftmals leer liegt und nicht mehr wie früher. Das ist dann eben, wo noch nicht so intensiv Unkrautvernichtungsmittel eingesetzt wurden, dass es brach liegt und sich dann eben schnell Gräser, Kräuter da ansiedeln über den Winter und das dann halbwegs von alleine begrünen. Heute ist die Landwirtschaft so präzise, so intensiv, gut in der Bodenbearbeitung und Einsatz von Saatbeetbereitung und so weiter, dass tatsächlich über ein halbes Jahr dass der Acker leer ist. Da passiert gar nichts. Null. Und das kann natürlich dann auch keine Insekten ernähren. Also sprich, der Lebensraum der Insekten hat sich verändert, der Schmetterlinge hat sich verändert, ist geschrumpft, weil die brauchen blühende Pflanzen, sie brauchen eben bestimmte Pflanzen, von denen sie sich ernähren. Die einzigen Schmetterlinge, denen es noch gut geht, die sich ganz gut entwickeln, das sind Kohlweißlinge. Jawohl, das kann ich aus meinem eigenen Garten bestätigen. Die sind in großer Zahl da und fressen gerne mal meinen Kohl auf. Da arbeite ich auch noch an einer einfachen Lösung für das Problem. Und als zweites die Brennnesselfalter, die von den Brennnesseln abhängigen Schmetterlinge, weil die Brennnessel durch Düngung relativ gut kommen an den Ackerrandstreifen und so weiter und da, wo überall Überdüngung stattfindet, sich sehr gerne die Brennnesseln entwickeln und die Brennnesselfalter dementsprechend aus sind. Aber außer den beiden ist alles andere runtergegangen, extrem runtergegangen, die Blühpflanzen brauchen, die Büsche brauchen. Das ist alles minimal geworden und der Grund dafür ist, dass die Äcker immer größer geworden sind. Das ist ja ein Prozess, der mehr oder weniger schon in den 80ern eben stattgefunden hat. Flurbereinigung, alles zusammengelegt, die Äcker immer größer, alles für immer größere Maschinen, immer sauberer, immer weniger Busch, Baumstreifen, immer kleinere Ackerrandstreifen, immer dichter ran an die Entwässerungskanäle bzw. Bäche und Flüsse. Es ist der Lebensraum, der wilde, von uns nicht so intensiv bewirtschaftete Lebensraum für die Insekten ist einfach stark zurückgegangen. Das ist definitiv eines der ganz großen oder das große Problem. Ja, wir sind so perfektioniert in unserer Landwirtschaft, wir haben unsere Äcker so groß gemacht und haben keinerlei Randstreifen und Busch- und Baumstreifen, Knicks heißen die bei uns im Norden. Wir haben keine Knicks mehr auf den Feldern, sodass, und auf den Wiesen, sodass wir da entsprechend den Lebensraum für viele Insekten einfach nicht mehr haben, sodass
die Landwirtschaft, dass die Insekten und Schmetterlinge eben auf dem Land extrem zurückgegangen sind und danach eben auch die Vögel. Okay, aber der wesentliche Faktor ist schon in den 80er Jahren passiert. Das ist nichts Neues, es ist schon lange passiert und deswegen gibt es auch einige Untersuchungen, sei die nur 10 oder 15 Jahre laufen, die da überhaupt nichts zeigen. Alles stabil, alles in Ordnung, die Insekten gehen nicht zurück. Nein, seit 10, 15 Jahren ist da nicht mehr so viel passiert. Das meiste ist in den 80er Jahren passiert. Das ist schon 30 Jahre her, dass diese Sachen ihre Auswirkungen hatten. Das ist von den 80er bis in die 90er Jahre, da sah es der starke Rückgang gewesen. Seitdem üblicherweise vielleicht noch mit leicht sinkender Tendenz, aber im Wesentlichen stabil auf niedrigem Niveau. Mais, Biomasse, ganz großes Problem. Wir hatten eine gewisse Entspannung in den 2000er Jahren. Wann haben die angefangen mit der Biomasse? Ja, um das war 2000 rum. 2000. 5 rum, so in dem Dreh haben sie angefangen, Biogas und Bioethanol und sonst was zu propagieren und dem Land zum Energiewirt gemacht. Eine völlig absurde, unökonomische, also in jeder Beziehung sinnlose Gesetzgebung, die im Wesentlichen Landbesitzer genutzt hat, weil plötzlich Ackerflächen knapp wurden. Die Preise extrem hochgetrieben hat, was eigentlich der Landwirtschaft sehr geschadet hat. Der Run auf die Flächen, der Druck auf die Fläche, das Maximale rauszuholen, die letzten 5% alles rauszupressen, noch intensiver, noch perfekter zu arbeiten, der ist eben durch diese Konkurrenz der Nahrungsmittelproduktion, durch die Biomasse, ist der noch mal schlimmer geworden. Wir waren eigentlich in der Situation, die Erträge sind gut, die Erträge steigen in der Nahrungsmittelproduktion, wir können Stück für Stück vielleicht ein paar Flächen etwas weniger intensiv machen. Der Bauer könnte vielleicht auch mal Methoden ausprobieren, wo er mit weniger Aufwand vielleicht 10, 20% weniger Ertrag macht, dafür aber sehr viel weniger Düngemittel und Spritzmittel einsetzt. Diese Entwicklung wurde abgebrochen mit der ganzen Biomasse. Entwicklung mit Biogas und Bioethanol und Rapsöl. Was in Deutschland extrem stark gefördert wird und bezahlt wird von uns über die Stromrechnung bzw. über entsprechende Subventionen. Ja, also wir haben kilometergroße Felder, auf denen nichts mehr wächst, außer Mais oder eben dann eben nur Getreide, nur Weizen, nur Raps, sonst nichts eben. Und ein weiterer Faktor ist noch, der ist im Osten hier bei mir nicht so sichtbar. Da sehe ich eigentlich, ja, da wuchert das schon mal am Feldrand und an dem Kanälen und sonst wo, da wuchert schon noch mal ein guter Streifen. Neben den riesigen Feldern, die wir hier im Osten haben, die 2 Kilometer breit, 5 Kilometer lang sind, also wo so ein Feld schon mal ein paar hunderte Hektar groß sein kann, wo quasi so ein Schmetterling schon mal eine halbe Stunde rüberfliegen muss, damit er mal wieder was zu fressen findet, wenn er sich denn beeilt und geradlinig fliegt und sich nicht in dem Maisfeld verirrt. Also komplette Agrarwüsten zwischendurch, die riesig und ohne Unterbrechung sind, das haben wir hier im Osten natürlich im Extrem. Aber allgemein ist der Druck auf die Fläche hier ein bisschen geringer, Landpreise sind ein bisschen geringer und die Mechanisierung ist so weit fortgeschritten, dass in alle möglichen Ecken die großen Maschinen gar nicht mehr reinfahren. Also während man in Bayern wirklich noch jeden Quadratzentimeter bewirtschaftet und bis 10 cm an den Weg rangeht, dass da natürlich nichts mehr überlebt, ist es oftmals bei uns hier in Mecklenburg und Brandenburg jedenfalls so, dass gewisse Ackerrandstreifen, Straßenrandstreifen, Wegrandstreifen doch ein bisschen großzügiger gestaltet wird und dass dann auch ein bisschen was rumwächst und auch um irgendwelche Waldecken, wo man nicht so schön reinkommt und so, naja, dann wuchert das da mal ein bisschen. Das haben wir hier also noch ein bisschen mehr als im Westen, speziell in den Gebieten Niederrhein, Bayern und so. Da sind die viel intensiver noch in den kleinsten Ecken in der Wirtschaft. Und dann haben wir das Problem Landschaftspflege. Auch da sind die hier im Osten, weil die einfach nicht das Geld haben, mit dieser Frequenz und Intensität die Straßenbegleitgrün, Wegebegleitgrün abzumähen und sonst was. Dämme zu, das wird eben gemacht, wenn es nötig ist, aber nicht jetzt für perfekte Millimeter Wiesen auf irgendwelchen
Hochwasserdämmen oder so, das passiert hier eigentlich nicht. Hier wird gearbeitet, wenn es nötig ist, so dass es eben am ökonomischsten ist. Und das ist auch sinnvoll und dann bleibt eben auch mal eine Staude stehen und kann mal ein paar Insekten ernähren oder mal einen Busch. Und das scheint aber in dem sehr ordentlichen und sauberen Oberbayern, von dem der Herr Reichhoff da berichtet, eher nicht der Fall zu sein. Und ich kann das auch bestätigen, wenn ich so mal allein nach Schleswig-Holstein fahre, wie picobello da gezirkelt da die Dörfer aussehen und die Straßen und wie extrem sauber das oftmals ist. Was ja erstmal einen gewissen Reichtum und gutes Niveau darstellt, aber auf der anderen Seite natürlich kaum Lebensraum lässt für Arten neben den Menschen, den Insekten und Schmetterlingen. Also, dass man da in Straßen, an Dämmen, an Wegen, Landschaftspflege, dass man da quasi einen Schritt zurückschaltet, spezifisch in den westdeutschen Bundesländern und dort wieder das macht, was nötig ist, aber nicht Wohnzimmer-Teppichatmosphäre schafft, mitten im Wald, an den Waldrändern. Das muss nicht sein. Da einfach mal ein bisschen was wuchern lassen, ein bisschen was wachsen lassen, das auch mal ein paar Jahre ein bisschen verwildern lassen. Das ist es, das, was die Insekten, die Schmetterlinge und die Natur allgemein, das sind die Orte, an denen sich die Biodiversität und die Artenvielfalt und das Leben dann abspielt. Okay, das war jetzt so die Gründe, warum haben wir das Insektensterben? Davor habe ich gesagt, was ist das Insektensterben? Ne? Was ist es alles nicht? Insektizide sind es nicht, Stickoxide ist es nicht, Klimawandel ist es nicht, die Düngung ist es nur teilweise. Und was ist es? Es ist die extreme Landwirtschaft, die Perfektionierung in der Landwirtschaft, die großen Flächen, das nicht mehr brachliegen, die Biomasse, die Biogas und Bioethanol und Rapsöl, was den Druck auf die Fläche enorm erhöht hat und damit natürlich keinen Raum mehr lässt für eine gewisse extensivere Landwirtschaft mit vielleicht weniger Input. Okay, aber wollen wir denn Insekten? Das wäre jetzt mal eine Frage. Was haben wir denn dadurch verloren, dass wir jetzt weniger Insekten haben? Das Leben ist ja trotzdem ganz schön. Natürlich die Insektenforscher, die Schmetterlingsforscher, die sind natürlich traurig, dass sie nicht mehr so viele schöne Insekten finden. Der Bläuling hier und der Himmelblaue da, die krabbeln eben nicht mehr über die Hand. Reinhard Mai. Es gibt keine Maikäfer mehr. Schönes Lied. Hören Sie es mal an. Auch das ein Thema, ne? Ja, es ist einfach aus unserer Jugend. Es gibt deutlich weniger Insekten, aber das ist tendenziell erstmal kein Riesenproblem. Die Arten gibt es trotzdem, die Arten sind nicht ausgestorben, das auf keinen Fall. Wir haben einfach deutlich weniger Insektenindividuen, wir haben deutlich weniger Vögel. Ah ja, gut, da haben wir die Vogelliebhaber jetzt auch noch auf dem Tisch. Zu Recht. Gut, was haben wir denn noch verloren mit den ganzen Insekten? Also prinzipiell einfach Schönheit, Wohlbefinden, Lebensqualität. Okay, da gibt es viele Sachen, die wir verloren haben. Wir haben ja die uns quälenden Insekten, die haben wir ja typischerweise behalten. Wir haben noch, jedenfalls kann ich das nicht bestätigen, Rückgang bei den Mücken. Also Mücken haben wir immer noch genauso viele. Wir haben sehr gut den Kohlweißling und auch andere Schädlinge. Also die haben wir da. Aber vielleicht die Nützlinge, die Kohlweißlinge und die Mücken und die anderen Insektenschädlinge auf den Äckern und in unseren Gärten eher mal ein bisschen mehr kontrollieren würden, die sind offensichtlich weniger geworden. Genau, also wir haben Schönheit verloren, wir haben Vielfalt verloren, wir haben auch viele Nützlinge verloren, die uns vielleicht helfen würden, eine stabilere Landwirtschaft, eine stabilere Gemüsegartenanbau hinzukriegen, wenn eben zum Beispiel die Schlupfwespen in genügender Zahl vorhanden wären, um den Kohlweißling zu kontrollieren. Was sie eben nicht mehr sind, weil offensichtlich die Lebensraum nicht so da ist. Zum Beispiel. Wir verlieren Vielfalt. Dadurch wird ein System, also Vielfalt ist allgemein ein Wert natürlich, ne? Das ist einfach schön, wenn möglichst viele verschiedene Arten divers zusammenleben. Aber eine verminderte Vielfalt bedeutet auch eine verminderte Stabilität.
Das heißt, wenn man eben nur einen Maisacker, einen Getreideacker und einen Rapsacker hat, dann wird der Rapsglanzkäfer, der Maiszünsler oder eben der Kohlweißling, wenn man dann Gemüsekohl anbaut und so weiter, dann werden die sich explosiv entwickeln, werden kaum ihre eigenen Schädlinge finden, weil die keinen Lebensraum haben. Und das heißt, wir haben viel größere Gefahr einer explosionsartigen Ausbreitung von Krankheiten, von Schädlingen. Wenn wir ein breites ökologisches Gleichgewicht mit vielen, vielen verschiedenen Arten, Nützlinge und Schädlinge hätten, dann würde sich keine Art so extrem aufschaukeln. Dann hätte man auch mal hier und da den Rapsglanzkäfer, aber er würde die Bestände nicht mehr vernichten, weil auch genug Vögel da sind, die den dann vielleicht kontrollieren oder genug eben andere Raubinsekten, die dann diese, wie Hornissen oder sonst was, die dann diese Schädlinge auch in Schach halten können oder eben Schlupfwespen. Ja, also auch die Landwirtschaft leidet sozusagen darunter, unsere Gartenwirtschaft leidet darunter. Die Lösung da ist natürlich Insektizide anwenden. Wenn die Natur uns die nicht mehr kontrolliert, na dann töten wir sie. Okay, aber auch da haben wir ja schon das Problem, dass man da immer nur einen Schritt vorher ist. Die werden schon, fangen schon an, Resistenzen aufzubauen gegen gewisse Insektizide und so weiter. Also da kommen wir auch irgendwann an einen Punkt, wo die Nahrungsmittelversorgung immer instabiler wird, weil wir immer weniger Diversität haben und immer gefährlicher ist das, wenn irgendwas schief geht, ist gleich die komplette Ernte kaputt. Also unsere Sicherheit sinkt auch dabei, unsere Nahrungsmittelsicherheit. Und das andere ist die Nahrungsmittelqualität. Oder Nahrungsmittel, nicht nur Nahrungsmittelqualität, aber allgemein Nahrungsmittelqualität. Und die Nahrungsmittelqualität hängt ab auch von der Mikrobiologie im Boden. Und die Mikrobiologie im Boden ist wiederum sehr abhängig davon, diese Insekten, die da die ganze Zeit rumfliegen und bestäuben und so. Es ist ja nicht nur so, dass die sich eben selber ernähren von den Pflanzen, sondern sie bringen überall, wo sie hingehen, auch Mikroorganismen mit, verteilen Mikroorganismen und gerade Insekten eben speziell positive Mikroorganismen, die sie überall rumtragen, weil sie ja selber sich pflegen und kontrollieren und gucken, dass sie eine gute Mikrobiologie mitbringen, damit nicht krank werden und die verteilen sie überall. Also wenn sie ihre Bienen mit EM füttern oder mit EM einsprühen und die Bienen fliegen dann quadratkilometerweise das Gelände ab und überall bestäuben sie, dann bringen sie überall auch ein bisschen diese EM-Mikrobiologie mit und prinzipiell eine gute Mikrobiologie. Also für die Mikrobiologie im Boden, ja, auch da sind die Insekten nicht unwichtig. Und es scheint ja auch so zu sein, dass eben speziell Blühpflanzen, so wie der Mensch in seinem Leben sehr unvollständig ist und gehandicapt ist und nicht die Energie und den Schwung hat, wenn er sich nicht verliebt hat, keine Partnerin hat, keine Kinder hat vielleicht, so geht das auch den Pflanzen, wenn die nicht bestäubt werden von Bienen. Das ist für die eines ihrer Lebenssinn, ihrer Lebenszweck. Man kann das tatsächlich beobachten, dass Pflanzen sehr viel vitaler wachsen, wenn sie nicht nur vielleicht Selbstbestäuber sind, sondern auch Selbstbestäuber. Ne? Bei Kiwis gibt es das zum Beispiel. Kiwis sagt man immer, man soll verschiedene Kiwis nebeneinander pflanzen, damit die sich gegenseitig bestäuben können. Wenn nur eine Pflanze da ist, dann muss sie sich selber bestäuben und das mag sie nicht so gerne oder wächst sie nicht so gut. Dann hat man weniger Früchte und die Pflanze ist allgemein nicht so vital. Und wenn natürlich keine Insekten da sind, die die Bestäubung, Übertragung machen können, dann haben wir da auch das Problem, dass die Pflanze ihren Lebenssinn sozusagen nicht wirklich erfüllt sieht. Natürlich dann auch weniger Früchte und Samen vielleicht produziert und dadurch also immer mehr Pflanzen, die nicht von Insekten abhängig sind, mit Insekten in Symbiose leben, sich stärker entwickeln. Also quasi die Freude, die Blütenpracht, die Freude der Pflanzenwelt nimmt auch ab und das transportiert sich auch in der Qualität der Nahrung und das transportiert sich auch letztendlich in der Zusammensetzung des Ökosystems, weniger Blühpflanzen. Und das wiederum hat auch wiederum Einfluss, selbst wenn wir die nicht direkt essen, die Blühpflanzen, den Honig oder sonst was, es hat Einfluss auf die Mikrobiologie im Boden und die wiederum beeinflusst unsere Nahrungsmittelqualität. Also
Es gibt ein paar gute Gründe, warum wir die Insekten und die Singvögel wieder zurückhaben wollen, zumindest diese Entwicklung einen Riegel vorschieben und sie vielleicht zurückdrehen. Und wie drehen wir sie denn zurück? Wie machen wir das denn? Und das ist, ja, wir wissen ja ziemlich genau, warum sie zurückgegangen sind, die Insekten, eben durch die Intensivierung der Landwirtschaft, durch riesige Felder, durch Perfektion im Anbau in der Landwirtschaft. Also gibt es ein paar ganz einfache Punkte, um die Insektenvielfalt und die Insekten, das Insektensterben aufzuhalten, beziehungsweise umzudrehen, wieder zu den Insektenzahlen der 60er und 70er Jahre zurückzukehren, zu der dreifachen und vierfachen Menge an Insekten und Schmetterlingen und Singvögeln. Und da habe ich mal ein paar Punkte aufgeführt, und die erste ist Biomasse. Biogas, Bioethanol, Rapsöl für Biomasse stoppen. Landwirtschaft ist Nahrungsmittelproduktion, ist Futterproduktion vielleicht noch für die Tiere, aber da hört es auf, anzufangen, Biomasse in den Tank. Biogas ist in jeder Beziehung eine Katastrophe. Zerstört die Umwelt, zerstört den Humus, zerstört die Bodenfruchtbarkeit, erhöht den Druck auf die Fläche, führt dazu, dass jedes Fitzelchen Land noch bewirtschaftet wird, wo eigentlich die Natur zurückkommen könnte und eine höhere Vielfalt und Diversität sich entwickeln könnte. Wir pressen das noch aus bis zum letzten. Und der Punkt ist, es funktioniert noch nicht mal. Biomasse bringt nicht wirklich Energie. Wir setzen so viel Energie auf dem Acker ein, mit den Traktoren, mit dem Diesel, den wir da verfahren, mit den Düngemitteln, die wir da einsetzen auf dem Acker. Und der ganze Prozess, die Bauten, am Ende bleibt bei Biogas und Bioethanol. Das ist nicht wirklich ein positives Geschäft. Wenn wir Glück haben, kommen wir da bei null raus. Vielleicht haben wir da ein bisschen Energieüberschuss. Aber selbst wenn wir die komplette Acker- und Waldfläche in Deutschland für Energieproduktion verwenden würden, wir würden nur einen Bruchteil, ungefähr 1, 2, 3% der Energie in Deutschland, also 3% ist wahrscheinlich, es dreht sich nur 1, 2% der Energie in Deutschland, die wir heute aktuell verbrauchen, könnten wir ersetzen durch Biomasse. Das mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn wir alles zusammenrechnen, Heizung, Verkehr, Industrie und so weiter, Straßenbau, wenn wir das zusammenrechnen und unseren Energieverbrauch als Gesellschaft angucken, wie viel haben wir denn eine Chance, aus Biomasse Energie zu gewinnen? Und das ist lächerlich, ist da nix. Es ist irrelevant, 2, 3% der Energie, die wir vielleicht aus Biomasse im gesamtgesellschaftlichen Energieverbrauch gewinnen können. Nicht nur Strom. Strom ist ja nur ein kleiner Teil. Das ist ja nur ein Bruchteil der Energie, die wir verbrauchen. Wir verbrauchen ja in anderen Bereichen ja viel, viel mehr. Und für diesen kleinen Bruchteil an Energie, den wir da eventuell einsparen, beziehungsweise über Biomasse decken, für den wollen wir unsere komplette Natur, Wald und Flächen und alle Rückzugsräume der Natur in Deutschland zerstören? Wozu? Das ist doch nicht der Punkt. Gucken Sie sich mal das Video Öl und Gas unendlich von mir an. Speziell über Gas, wo ich dann im zweiten Teil dieses, ich habe zwei Teile des Videos, wo ich dann im zweiten Teil des Videos erläutere, was eine sinnvolle Energieversorgung der Zukunft wäre. Die Biomasse ist es definitiv nicht. Es ist schon nicht nur einfach Dummheit, es ist definitiv Bosheit, Naturzerstörung mit vollem Wissen dessen, was man tut. Es ist nicht so, dass unsere Politiker so dumm sind, dass sie das nicht wissen, die keine Experten in ihren Gremien haben. Die wissen ganz genau, was sie tun, dass sie die Natur, die Vögel, die Arten, die Insekten zerstören, die Flächen kaputt machen in Deutschland mit dieser Methode und tun es trotzdem, weil sie damit Industrie, Landwirtschaft, Banken, die dann schön die Kredite rausgeben für die ganzen Biomasse, Biogaskraftwerke und so weiter, dass sie da quasi einen künstlichen Boom erzeugen auf Kosten von Subventionen. Das wissen sie ganz genau, dass sie dann nichts leisten und nur die Lobbygruppen füttern mit. Genau, also das wäre das Erste. Biomasse stoppen. Schöner Nebeneffekt. Stromrechnung sinkt, Subventionen sinken.
Biomasse in jeder Form, also Biomasseanbau für Energie, subventionierte Biomasse für Strom, für Zumischung Bioethanol, für Rapsöl und so weiter, für Diesel stoppen. Komplett, 100%. Morgen. Federstrich. Landwirtschaftliche Subventionen. Wir haben eine ganze Reihe von landwirtschaftlichen Subventionen. Heutzutage überwiegend Flächenförderung. Und der Punkt ist, viele Landwirtschaftsbetriebe, zum Beispiel, dass wir eine Überproduktion von Fleisch haben, eine Überproduktion von anderen Sachen haben, ist eigentlich nur denkbar und weiter fortführbar, weil wir das Jahr für Jahr subventionieren mit massiven Subventionen, die heute überwiegend an die EU fließen und wieder zurückfließen. Und dabei noch schön die Bürokratie dreimal ernähren. Aber ich glaube, das ist ein eigenes Thema für sich, was sicherlich andere besser durchdacht haben und verstehen. Aber Subventionen allgemein, landwirtschaftliche Subventionen allgemein, Flächenförderung allgemein, komplett stoppen. Die Betriebe, die davon am meisten profitieren, sind die großflächigen Betriebe, die sich tatsächlich auch leisten können, so einen Bearbeiter einzustellen, der die hohen Anforderungen an Dokumentation und sonst was dort erfüllen kann und der dann da entsprechend die ganzen Anträge und so weiter rechtzeitig ausfüllen kann. Der normale Kleinbauer mit seinen 20 Hektar und 20 Kühen im Westen ist oftmals schon allein mit der Verwaltung da so überfordert, nimmt gar nicht die entsprechenden Möglichkeiten in Anspruch, die er hätte, und verpulvert eigentlich Unmenge an Energie für die Bürokratie dabei. Also das heißt, das ganze Subvention fördert die Großlandwirtschaft, fördert eine Intensivierung der Fläche und es wäre sicherlich ein Riesenschritt, die abzuschaffen, aber das ist ein zweiter Punkt. Schaffen wir die Subvention ab, wir fördern die falschen Sachen, wir fördern Naturzerstörung und schlechte Nahrungsmittelqualität statt positiver Sachen. Also Subvention, Biomasse, Subvention, Stoffen, Biogas und aber auch allgemein Landwirtschaftssubventionen stoppen. Das wird auch den Druck aus der Fläche nehmen. Und wenn der Druck weggeht von der Fläche, wenn wir nicht mehr die letzten Prozente rauskitzeln müssen aus den Äckern und Wiesen, dann ist auch wieder mehr Platz für die Natur. Das ist ein zweiter Punkt, der viel, 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 viel Geld kostet, wo wir morgen als Gesellschaft einen richtigen Zahltag haben können, beziehungsweise die Steuern senken können, wenn wir mit diesen Landwirtschaftssubventionen aufhören. Das nächste wäre dann Sachen, die wir tun können, die wir positiv tun können. Und das wäre Ackerrandstreifen und Wiesen, also auf Acker und Wiesen die Randstreifen größer zu machen. Da ist wichtig eben, dass man nicht so auf Zentimeter gucken muss, dass man nicht alles hundertprozentig bearbeiten muss. Und da muss man wahrscheinlich wirklich ein Gesetz machen, eine Regelung treffen, die eventuell eine gewisse Förderung daran knüpft oder einfach den Landwirten das in der Beratung klar machen, dass man Knicks wieder einführt. Knicks, typisches Landschaftselement bis vor wenigen Jahrzehnten in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein. Busch- und Baumstreifen. Busch- und Baumstreifen, die quer über den Acker gehen, wo dann oftmals Wildobst aller möglichen Arten, Holunder, Schlehen und sonst was, alle möglichen Bäume und Büsche drin gewachsen sind, wo man alle paar Jahre mal reingegangen ist, Holz geerntet hat, Feuerholz und natürlich eventuell das Obst so noch genutzt hat. Und das waren natürlich auch die Gebiete, wo sich das Wild getroffen hat, wo eine hohe Biodiversität war. Also auch für die Jäger sehr interessant. Also Knicks und Busch- und Baumstreifen auf den Feldern, auf den Wiesen. Und im Grunde als Gegenentwicklung, als Heilung der Flurbereinigung, als Heilung dieses Problems, dass wir riesige Äcker geschaffen haben, die keinerlei Struktur haben, wo man als Schmetterling erstmal ein paar Kilometer, 3, 4, 5 Kilometer fliegen muss, um über so einen riesen Maisackerwüste rüber zu fliegen.
wenn man nicht Maiszünsler ist, dann hat man da eben nichts verloren, dass man 5 bis 10% der landwirtschaftlichen Fläche solchen Knicks, Busch- und Baumschweifen zur Verfügung stellt. Das hätte übrigens auch für den Landwirt positive Wirkung. Ich habe schon gesagt, das würde die Vielfalt der Insekten erhöhen. Man hätte wahrscheinlich nicht mehr diesen Effekt, dass ein Schädling plötzlich extrem dominant wird, alles ausrottet, weil man immer auch die Nützlinge da hat, die Vögel und die Raubinsekten. Also es hätte da schon mal einen positiven Effekt. Den weiteren positiven Effekt, das ist den Wind, der über die Flächen bläst und sie austrocknet und damit Wasserbedarf erhöht, dass es den bremsen würde. Also da hätten wir einen positiven Effekt, wir brauchen weniger Wasser. Das heißt, wir haben eine stabilere, auch bei trockeneren Sommern oder haben wir dann höhere Erträge, weil die Pflanzen nicht so schnell austrocknen, wenn wir nicht so viel trockenen Wind haben, der darüber pfeift. Das wäre ein Punkt, der da positiv ist. Und dann haben wir natürlich den Effekt, und da kommt Terra Preta ins Spiel. Knicks, Busch- und Baumstreifen produzieren jede Menge holzige Biomasse, und es ist völlig in Ordnung zu sagen, alle 6 Jahre muss man das sowieso mal auf den Stumpf setzen, komplett runtersetzen, häckseln, davon Holzkohle machen oder einfach aus dem Astholz Holzkohle machen mit der Kon-Tiki-Methode, mit der Erdloch-Feuer-Methode. Das ist eine sehr effiziente Methode, in denen keine Maschinen mithalten können. Also Holzkohle machen. Aus den Ackerrandstreifen die Biomasse, die da, diese Holzbiomasse, die da aufwächst, zur Herstellung von Holzkohle, von Terra Preta alle paar Jahre nutzen. Wie gesagt, das muss sowieso zurückgeschnitten werden. Wir wollen ja da keine 40 Meter hohen Bäume wachsen haben, die dann den ganzen Acker beschatten, sondern das soll eben ein Streifen sein, der so 3 bis 6 Meter breit ist, ein Busch- und Baumstreifen. Und dann lässt man die Bäume eben ein paar Jahre wachsen und dann beschneidet man sie eben, setzt man sie runter, entweder so wie die Trauerweiden, wie die Weiden, die man eben wieder auf Kopfweiden gesetzt hat, oder eben einfach wirklich ebenerdig abschneiden. Das kommt alles wieder schnell hoch. Von 2 Jahren ist das da wieder 4, 5 Meter hoch. In 6 Jahren hat man da 10 Meter hohe Vegetation, die man dann eben wieder runtersetzen muss. Dabei würde so viel holzige Biomasse anfallen, die man dann verkohlen könnte. Kann der Bauer gleich selber machen, die man dann entsprechend in Mist, in Gülle, im Stall und so weiter einsetzen könnte, oder meinetwegen auch direkt auf dem Acker einsetzen könnte, um Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen, Humusanteil zu erhöhen, diese Terra Preta-Prozess in Gang zu bringen, Schwarzerde zu produzieren. Also nicht nur, dass diese 5 bis 10% Anteil in der Fläche an Knicks, an Busch- und Baumstreifen, alle 50 bis 100 Meter ein Busch- und Baumstreifen auf den Äckern, dass man das zur gesetzlichen Pflicht erhebt, keine Kilometer breiten Äcker mehr ohne Struktur. Nein, alle 50 bis 100 Meter muss da ein Baumstreifen lang gehen, Busch- und Baumstreifen lang, ein Knick lang gehen. Das kann man auch maschinell, industriell gut bearbeiten. Wenn man die richtig anlegt, dann ist da keine Überfahrt mehr, dann muss da nicht mehr Kurven gezogen werden. Nein, man kann das von vornherein so planen, dass der Mähdrescher trotzdem gut durchkommt. Und dann kann man, wie gesagt, alle paar Jahre die Biomasse dort das Holz entsprechend beschneiden, mit Maschinen wahrscheinlich runtersetzen, wie eben bei dem Biomasseanbau mit Pappeln oder Robinien oder so, dass man das eben mit entsprechenden Maschinen komplett klein häckselt und mit Holzkohle zu Holzkohle verkohlt und das wieder auf den Acker bringt und damit innerhalb von, ja, das wären dann so Zeiträume, sagen wir mal 50 bis 100 Jahre. Der Punkt ist ja, wenn man Holzkohle in den Boden bringt, die verschwindet nicht, die bleibt für Jahrtausende. Das heißt, wenn wir 50 bis 100 Jahre lang, also sage ich mal 10-mal so einen Baum Knickstreifen abgeerntet und verkohlt hätten, dann wäre der komplette Acker dazwischen, die 50 bis 100 Meter, die wir dazwischen Acker haben, könnten wir zu Terra Preta verwandeln. In ungefähr diesen Zeiträumen. Also das ist schon eine Hausnummer, ne? Also wenn wir uns für sowas entschließen, dann können wir innerhalb von 100 Jahren Deutschland komplett in Schwarzerdeböden verwandeln, die extrem fruchtbar sind, die Jahrtausende haltbar und stabil sind und die den Bedarf an Düngemitteln und Spritzmitteln sicherlich stark senken würden. Okay. Also es hätte eine ganze Reihe von positiven Auswirkungen,
nicht nur auf die Insekten und auf die Biodiversität, auf die Vielfalt der Arten, sondern auch ganz direkt ökonomisch auf die Bodenfruchtbarkeit, auf die Erträge der Bauern. Man kann locker annehmen, dass Busch- und Baumstreifen die Erträge der Bauern in den Feldern dazwischen um diese 10% steigern würde. Das ist völlig wahrscheinlich, dass das passiert, beziehungsweise müsste man das mal entsprechend untersuchen, durch die geringere Austrocknung, weil wir weniger trockene Winde haben, durch die bodenfruchtbarkeitsfördernde Wirkung der Biomasse, die wir da aus diesen Busch- und Baumstreichen ernten könnten. Und dann natürlich der Acker selber. Da gucken Sie sich mal an, was ich hier unten auch nochmal reinschreibe in die Videobeschreibung. Mein Video Immer grüner Acker. Mein Wunsch, mein Hinweis an die Bauern, der nicht von mir kommt, Dietmar Neser, Friedrich Wenz, da gibt es viele Landwirtschaftsberater und Landwirte, die das propagieren. Ein Acker, der mit Untersaat, mit Zwischensaaten, mit Mehrfachkultur, die man ineinander schiebt, so bewirtschaftet wird, dass er immer grün ist und dass möglichst nicht nur eine Pflanzenart drauf wächst, sondern immer gleich zwei, drei verschiedene. Zum Beispiel unter Wintergetreide, unter Getreide und Raps macht man eine Untersaat aus kleinwachsendem deutschen Weidelgras und Weißklee. So, das sind kleine Kulturen, die kommen nicht hoch. Die bedecken den Boden, der Klee blüht sogar, da haben wir wieder die Insekten. Wir haben auch anderes Nahrungsangebot für die Insekten, aber vor allen Dingen haben wir Wurzeln im Boden, die den Boden festhalten, die Erosion verhindern, die Nährstoffe speichern, Wasser speichern. Also das hat ganz, ganz viele positive Effekte, dass man den Boden ständig begrünt hält mit mehreren Arten. Diese halbjahreslangen Zeiten, wo man im Winter heutzutage oftmals den Ackerboden komplett sauber hat, beziehungsweise diese Zeit von Ernte, Getreide bis Neuaussaat, dass man da 3 Monate im Spätsommer den Acker offen liegen lässt und so. Das sollte man vermeiden. Also immer den Acker grün halten und für Untersaaten und Zwischensaaten sorgen. Und das muss nicht heißen, dass man da weniger Geld drauf verdient auf dem Acker. Im Gegenteil, wenn man das clever macht, dann kann man sogar vielleicht sogar noch eine Grasernte, Silageernte mehr machen auf so einer Fläche, dass man im Frühherbst nochmal eine Futterernte runterkriegt von der Fläche und dann erst seine Wintergetreide zum Beispiel oder Raps wieder aussät oder eben sogar über den Winter eine Kultur macht, die man dann im Frühjahr als Futterernte macht und dann den Mais reinbringt. Also da kann man durchaus sogar mehr ernten von der Fläche mit diesen Systemen, indem man eben die Photosyntheseleistung, die Photosynthesemöglichkeit, die Sonne optimal 100% ausnutzt. Und die nutzt man aus, indem jeder Sonnenstrahl muss durch 3 Blätter, bevor er auf den Boden trifft, beziehungsweise er wird nie auf den Boden treffen, weil er 100% von grünen Blättern aufgenommen wird. Das ist das Optimum und das würde nochmal sogar in der Fläche, nicht nur, dass man Busch- und Baumstreifen hat, dass man Ackerrandstreifen und Wiesen ein bisschen besser macht, sondern dass man auch auf den Flächen, die Technologie gibt es, das Verständnis dafür haben wir heute, Untersaaten, Zwischensaaten so einsetzt, dass man Bodenfruchtbarkeit erhöht, Erträge erhöht und ganz nebenbei auch dann wieder mehr schöne Schmetterlinge und Vögel ihren Lebensraum gibt und ihre Nahrungsgrundlage gibt. Ja, also das heute mal eine negative Entwicklung, das Insektensterben, die Schmetterlinge, die Vögel, die sind definitiv zurückgegangen durch intensive Landwirtschaft in Deutschland und überall, wo intensive Landwirtschaft in dieser Form betrieben wird. Und wie wir da umdrehen können, habe ich schon in verschiedenen Videos angedeutet. Keine Biomasse mehr, keine Landwirtschaftssubventionen, immer grüner Acker und Busch- und Baumstreifen alle 50 bis 100 Meter auf den Äckern. Herzlichen Dank fürs Zusehen und bis nächste Woche. Und wie gesagt, vielleicht mit kurzen Pausen, wenn ich in Brasilien bin. Bis bald.